Oh, das könnte jetzt knapp werden. Denn ich glaube, dass. Ja, das wird sehr eng. Ich habe gar nicht auf die Uhr geguckt, na, einfach weitergequasselt. So. Wir haben Frankreich besiegt. Ich habe ja gerade. Ich bin gerade dabei, meine Truppen neu zu sortieren. Deswegen, ich schicke verdammt viele Truppen zur Küste, damit da nichts anbrennt. Warum mache ich das? Viele Spieler von Deutschland, oder die Spiele, viele Spieler, die jetzt Deutschland spielen, sagen bestimmt, das ist völliger Schwachsinn, du tust deine gesamten Armeen verschändeln, warum tust du sie dahin, du baust sie für Russland. Es ist zwar alles richtig, aber ich tue sie deswegen dahin, damit ich Truppen habe, denn falls ich Russland angreife, was ist der falls, ich werde es ja so oder so tun. Aber wenn ich es mache, dann habe ich wenigstens eine einigermaßen gut ordentliche aufgebaute Truppe dort stehen, mit der ich es wenigstens schaffen kann, den Gegner dazu verteidigen. Sprich, wo ich es mit das hinbekommen kann, ja, das Gebiet einfach zu halten. Nicht jetzt so, als wenn ich da fast nichts hätte und ich dann sagen muss, ja, ich bin schon Hälfte Russland durch, jetzt landen die Briten plötzlich in K, jetzt habe ich ja keine Truppen mehr und bla, und jetzt habe ich gar keine Ahnung, wie ich sie aufhalten soll, ich muss meine gesamten Truppen zurücksetzen. Ja, und bevor überhaupt diese Diskussion erst zustande kommt, setze ich meine Truppen komplett raus. So, gleichzeitig beginne ich jetzt damit, motorisierte Truppenverbände anzufordern. Und zwar richtig viele. Motorisierte Truppenverbände bringen es wirklich. Die sind richtig gut. Die einzigen, die besser sind, sind mechanisierte. So. Damit ich noch mit dieser Woche auf die 400 Videos komme, will, oder weil ich sie einfach mehr als erreichen will, werde ich einfach noch ein Part machen, nach dem hier. So, währenddessen sind meine Truppen langsam unterwegs, die Grenze, was ist hier die Grenze, die Küste Frankreichs zu verteidigen. So. Ja. Ah, mal wieder ein paar Schiffe versenkt, auch schon lange nicht mehr gehabt. So, die nächsten Gegner, die ich haben werde, werden dann Jugoslawien und Griechenland sein. Wann das sein wird, weiß ich nicht. Es wird auf jeden Fall nochmal so eine kleine, ja, Art Friedenszeit geben. Also eine Zeit, wo halt nichts passiert. Das tut mir jetzt auch leid für euch, aber ist doch egal. Währenddessen macht der Russe gerade, ja, den baltischen Staaten die Hölle heiß. Ist mir gerade scheißegal. Ich habe meinen größten Konkurrenten in Europa vorerst besiegt, nämlich der Franzose. Es war ja auch der größte Konkurrent Deutschlands. Danach war Großbritannien der größte Konkurrent, weil Russland halt als drittklassig bezeichnet wurde, weil sie eben gegen Finnland so abgeschissen haben. Deswegen, es ist durchaus denkbar, dass wirklich die Russen das mit Absicht gemacht haben. Und ich verliere ein U nach dem anderen. Holy shit, ey. Ich glaube, meine U-Boot-Aktion würde ich wohl unterbinden müssen. Leider. Weil so wird das nichts. So, was macht Italien? Italien ist ein super Staat zum Abscheißen. Ich habe mich zu Italienern, glaube ich, in meinen LPs noch nicht geäußert. Schaut euch mal so den Zweiten Weltkrieg in Wikipedia ein bisschen an. Da dürfte eigentlich recht viel zu den Italienern stehen, zwar dass sie nichts können. Kein Angriff an Italiener, falls ihr Deutsch sprechen könnt und mir zuhört. Ich fühle euch mit Sicherheit angegriffen, da bin ich mir jetzt sehr, sehr sicher. Aber ja, das italienische Volk hat während des Zweiten Weltkriegs einfach nichts gebracht und es war eigentlich nur eine Last so gesehen. Es war jetzt sehr hart, aber es ist einfach so. Also, es war schon wirklich hart mit den Italienern. So, dann habe ich das auch schon mal erzählt. Auch wenn das, glaube ich, jetzt kaum einer interessiert. Obwohl, das dürfte schon ein paar interessieren. So. So, die jetzt haben die Russen auch noch Estland besetzt, finden auch Litauen, dann habt ihr den gesamten Baltikum. Und das bedeutet für mich dann bald aufräumen. Warum aufräumen? Ja, weil ich halt die Russen dann bald angreifen werde. So, jetzt sind meine Truppen erst einmal sortiert. Ich habe jetzt meine Verteidigungstruppe, falls die Briten mal landen wollen, stationiert.
Das müsste halten, bin ich mir recht sicher. Mal gucken, wie viele Verbände sind denn das? 29 Divisionen. Ist jetzt zwar nicht die Welt, aber es ist gut. Ja, doch, es ist in Ordnung. Wenn die Briten mit einer ganz großen Landeinvasion kommen, dann wird es problematisch. Aber ich habe trotzdem immerhin was, um sie irgendwo aufzuhalten. Aber Küstennähe, sprich, wenn sie erst gerade landen, dann ist es locker, sie aufzuhalten. So, ich habe mal gesagt, irgendwie etwas von England plätten. England plätten. Mal sehen. Außerhalb der Reichweite geht. Hör auf zu kacken, mein Freund. Ja, ich wollte jetzt eigentlich ein paar Aufklärer mal hinschicken, um zu gucken, was da ist. Aber ich schätze mal, auf der Insel ist eine Menge. Moment, ich mache es einfach so, weil. Ja, die bezeichnen sich als Cheater. Ups. Na. Ich wollte einfach nur gucken, ob da was ist, weil ich hätte so oder so ein Flugzeug jetzt dahin geschickt, um halt zu schauen, wie stark die Briten jetzt da positioniert sind. Ja, ich habe da vielleicht gesehen, ich habe jetzt nicht jede einzelne Gruppe mir so angeschielt, dass ich sagen könnte, oh, guck mal da, da ist eine Menge, da könnte ich landen und Auf jeden Fall, ich weiß, dass da auf jeden Fall was ist, auch wenn da ein bisschen leer war. Ich muss zugeben, das war ein bisschen leer. Das war leer. Ja, trotzdem, Insel ist Insel und ja, Insel, ja. Insel halt. Ach komm, wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Ich werde es einfach mal ausprobieren. Was soll schon passieren? Außer dass ich richtig abstinke gegen die. So. Bomberverbände umstationieren. Armee bereithalten. Und ab nach Rotterdam mit euch. So, Russen nehmen sich Litauen. Ich werde jetzt einfach mal versuchen, die Briten in den Arsch zu treten. Vielleicht gelingt es mir, wenn ja, dann habe ich diesen Kontrahenten schon mal aus dem Verkehr gezogen. Falls es mir nicht gelingen sollte, dann muss ich es später auch nicht mehr tun. Oder werde ich später noch tun? Ich weiß nicht, ob ich später noch mal tun werde, je nachdem. Ich könnte gerne nochmal eine Aufklärung machen, falls da wirklich so viel sein sollte, dass ich es gar nicht hinbekomme. Dann eben nicht. Aber es ist immer besser, früher den Briten in den Arsch zu treten. Erstens, dann habt ihr ihn schon mal. Und zweitens, ja. Ja, dann habt ihr ihn halt. So, als allererstes, das muss ich meine Flotte umstationieren. Ab nach Wilhelmshaven mit euch. Damit ihr auch ein bisschen mehr Reichweite habt. So. Ach, der ist schon da, okay. Es wird kompliziert. Es wird sehr kompliziert. Auch weil ich keine Fallschirmjäger diesmal gebaut habe. Wird es wirklich sehr kompliziert. So, hoffen wir einfach mal auf das Beste. Meine Panzerverbände sind da, meine Infanterie folgt. Ich werde die Heeresgruppen vorerst nicht umbenennen, weil ich glaube, die Umbenennung war auch nicht erforderlich. Ich werde jetzt erstmal Folgendes versuchen. Nämlich was? Die Lufthoheit zu gewinnen. Ja. Jetzt denken vielleicht einige, Lufthoheit unmöglich, bla bla. Die Lufthoheit war eigentlich schon gewonnen, Leute. Da müsst ihr jetzt einfach mal der Geschichte zustimmen. Die Lufthoheit über England war ja schon gewonnen. Nur man hat es nicht ausgenutzt wegen unserem fetten Kollegen Göring,
der einfach mal gemeint hat, ja, wir müssen London bombardieren, auch wenn London sowas von unwichtig war. Haben wir auf jeden Fall London bombardiert und was ist daraus geworden? Eine fette Niederlage gab es danach. Warum? Weil, ja, halt die Royal Air Force wieder sich aufbauen ließen. Also weil man sie, ja, einfach nicht ignoriert hat dann auf so eine kurze Zeit lang und hat dann zugelassen, dass sie sich wieder neu aufbaut. So, ihr seht ja, ich kläre jetzt sowieso auf mit meinen Flugzeugen, ich sehe jetzt, was da alles ist und kann jetzt entsprechend reagieren. So, erstmal den Himmel über den Kanal sichern. Das ist eigentlich immer das Erste, was ich mache, dafür zu sorgen, dass der Himmel über den Kanal sicher ist. Ich werde auf jeden Fall nicht auf die Insel selber die Lufthoheit überringen. Warum? Weil die britischen Flugabwehrkanonen dann alle aktiv sind und dann langsam mit beginnen, meine Flugzeuge runterzuschießen. Das ist so ein Grund, warum ich das sonst nie mache. Weil der Brit hat einen klaren Vorteil gegenüber mir und an der Themsemündung hängen ein paar Träger. Quasi so die gesamte britische Flotte hängt da. Okay. So. Himmelfahrtskommando, los geht's. Die U-Boote haben ihre Aufgabe jetzt eh beendet und ich werde jetzt einfach mal alle U-Boote losschicken und gucken, ob ich ein paar von ihnen versenken kann. Ich brauche sowieso alles, was ich habe. So, wenn die britische Trägerflotte sich da nicht verpisst, Leute, dann kann ich leider nicht garantieren, dass mein Plan funktioniert. Was bedeutet ungefähr, dass ich es gar nicht machen kann. Aber sie wird beschädigt, sie wird deutlich beschädigt. Es reicht ja schon, wenn sie beschädigt ist, dann muss sie sich ja sowieso so abhauen. So, alle mal raus. U-Boote sind wirkungsvoll. Vor allem in Massen. Ich weiß das. Alle U-Boote hin. Ich finde dich schon, mein Freund. Mach dir da mal keine Gedanken. Na egal, so. Dann versuchen wir es mal. Dover ist gerade leer. Muss nichts heißen. Aber die Chance ist da. So. Vier Einheiten kann ich einstationieren. Am besten zwei Panzer, zwei Infanterie. Warum Panzer? Damit ich schnell reagieren kann, falls der Brite Angriffe versucht. Warum Infanterie? Damit ich meine Gebiete schnell halten kann. Einfach erklärt. Am besten direkt ein Hauptquartier mit da rein. So, damit ich ein bisschen Platz habe, falls es mit der letzten Aufnahme nicht so ganz funktioniert, werde ich jetzt cutten und im nächsten Part versuchen wir, die Insel zu besetzen. Bis gleich, Leute.